Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 Bildet-Projekt. Und ja, wir sind hier bei dem Herrn Willi Ferser, dem Verbrecher, der die Gemeinde zerstört. Und jetzt wollen wir mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Habt ihr einen feuchten Hut auf? Diese Gemeinde zerstört. Was ist hier los? Ja, sieht das hier aus wie Jugendclub vor dem Schild oder was? Herr Andersen, ich brauche mal ein Angebot von Ihnen. Herr Andersen brauchen wir erstmal. Herr Andersen, kommen Sie mal mit. Wir haben als erstes angerufen. Er hat zuerst gefragt. Aber wir haben als erstes angerufen, Herr Andersen. So, Treppe 6, was ist los? Ja, kommen Sie mal mit kurz. Aber Herr Krumbein. Naja. Kommen Sie mal, wir müssen Ihnen mal was zeigen. Wir möchten euch mal was zeigen. Deswegen wollten wir auch ganz gerne, dass ein paar vom LU dabei sind. Herr Klarstein, kommen Sie mal ruhig. Kommen Sie ruhig mal mit her. Gucken Sie mal an hier, was hier Phase ist. Die ganzen Bäume hat der Ferse hier alle hingesetzt. Oder? Das ist die, genau, das ist so die Allee. Und das Problem ist halt, meine Herren, was wir hier so sehen, das ist dem Herr Althaus auch mit aufgefallen, wenn die Bäume mal größer werden, Herr Schmitz, Sie sind ja vom Fach. Ja. Wenn die Bäume mal größer werden, werden ja auch die Wurzeln breiter, logischerweise. Ist ja kein Fallwurzler, ne? Ja, dann reißt die Straße auf, ne? Althaus, sehen Sie? Ja, da wusste ich doch. Und hier, der Kanal läuft ja auch noch hier lang, ne? Ja, kaputt. Wollte ich sagen, das ist ganz gefährlich hier. Ja, sicher, da wird ja unten noch der Abwasser und so kaputt gemacht. Ne? Da wird die Straße sogar noch unterspült und irgendwann haben wir ein Riesenloch hier. Ja, und jetzt halten Sie sich fest. Was meinen Sie denn, wer für diese Kosten aufkommt? Da wird doch hier die Gebühren höher. Hier, wie heißt das? Die Straßenausbaugebühren, das dann so kommt. Ja. Steuern. Und die Steuern erhöht nach in der Stadt. Wer macht eigentlich die Reinigung vom Laub dann hier? Ja, das ist ja auch noch. Jedes Jahr. Ja. Ja, und ist es nicht auch so, ich weiß nicht, in Germany ist das doch so, dass die Bäume einen gewissen Abstand zur Grenze haben müssen, oder? Herr Schmitz, Sie sind doch da auf und war. Ja, ja, bin ich da. Also eine Hecke einen halben Meter, ne? Bäumchen müssen schon ein bisschen mehr haben vom Grenz. Ja, deswegen, also das ist ja... halber Meter ist also, das nicht mehr. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, standen die Lampen schon hier? Nee, oder? Die Lampen? Doch. Die gehören doch zum Dorf. Die stehen doch auch, guck mal. Nee, okay. Aber das sind ja andere, ne? Ja, gut, die waren vielleicht gerade billiger. Ja. Oh. Müssen wir den Landrat mal fragen. Aber das ist halt so ein Ding. Aber wenn hier jetzt die Straße unterspült wird, ne, dann gibt es hier ein Riesenloch. Ja. Und dann fällt die Tanke einfach da rein. Und dann macht großes Bang. Dann haben wir Umweltschaden. Und dann haben wir keine Tankstelle mehr. Ja, das ist ja noch nicht alles, ne? So, was geht's jetzt hier? Ich möchte jetzt hier mit in der Aufklärung. Wenn die Straße gesperrt wird, haben wir alle ein Problem. Das ist eine Hauptstraße. Da war jetzt hier los. Die Kosten. Also, Herr Vorsicht, Andersen, Vorsicht. Herr Andersen, was ist denn das Problem? Schmitz, Herr Andersen, kommen Sie ruhig mal her. Der Herr Schmitz ist ja da ein bisschen vom Fach. Guck dir mal die Reifen an, die sind ganz schön breit, du. Der ist aber voll. So, was ist hier los? Herr Althaus, was geht jetzt hier? Ja, also, ich bin hier gerade mal dran vorbeigefahren und da ist mir da was aufgefallen. Schauen Sie mal hier die Bäume. Kommen Sie mal mit, Herr Andersen. Die sind viel bin zu... Bin ich Gärtner oder was? Nee, deswegen haben wir den Gärtner ja hier. Jungs, ihr macht mich fertig. Was ist los? Jetzt sei mal nicht so genervt, mach die Gacke jetzt hier mit. So, und da sind die Bäume, die da drin sind, die kriegen ja Wurzeln und reißen die Straße irgendwann auf. Außerdem ist hier noch ein Gulli. Ein Gulli, der dadurch kaputt geht und hier alles überläuft. Das einzige Gulli, was hier ist, ist das Gulli, was aus seinem Mund kommt. Aber warten Sie doch mal, Herr Ferse. Lassen Sie also, Herr Alter, ich will immer eins sagen. Ein Baum wurzelt nur so weit, wie seine Äste oben rausragen. Aber die sind ja so, noch... Guck dir das mal hier an der Seite an. Das geht mal gerade bis zum Zaun hier. Die werden noch größer. Also bis zur Straße sind nochmal 2 Meter Platz. Aber Herr Andersen, können Sie mal kurz dem Fachmann, Herrn Schmitz, zuhören? Durens, die werden ja größer, die Bäumchen, ne? Und die haben so ganz feine Wurzeln. Wenn die hier in den Kanal reinjonnen, ne? In die Fugen von der Rohrleitung. Dann verstopft die Rohrleitung und dann haben wir nachher Rohrbruch, Überschwemmung und sonstiges. Herr Schmitz, wenn das Ganze gespült wird. Ich habe eine Frage, ist bei Ihnen zurzeit irgendeine Rohrleitung verstopft oder irgendeine Fuge nicht ganz dicht? Das ist ja schön frech. Hä? Mal ganz ehrlich, wie kommt's? Sie sind der Gärtner. Ja. Sie sind der Gärtner. Anstatt Sie sich freuen, dass der Willi 666 Fäser hier so eine schöne Allee pflanzt, die Bäumchen, die werden doch beschnitten, die werden doch klein gehalten, die sollen doch gar nicht so groß werden. Ja, weil die Wurzeln wachsen ja trotzdem, Digga. Und das hat die Konkurrenz gepflanzt, nicht ich. Und das Problem ist unfassbar. Ja auch, ich weiß ja nicht, Herr Andersen, es gibt doch auch in Germany zum Beispiel, das ist auch so, dass die Bäume zur Grenze einen gewissen Abstand haben müssen. Da Schmitz meinte auch, so die Meteranzahl ist halt auch nicht unbedingt eingehalten. Ist ein bisschen knapp, ne? So, warum sagst du mir das? Warum sagt er das nicht dem, der den ganzen Antrag damals unterschrieben hat? Weil er ist ja gerade nicht da. Ich war das nicht, du. Nein, aber Sie könnten es ja weitergeben an den Landrat, weil Sie sind ja als für uns die erste Ansprechperson.
Ich bin hier Unternehmer am Ort, genauso Mitbürger wie ihr auch und genauso Geschäftsmann wie ihr auch. Ja, deswegen wollen wir es Ihnen ja zeigen, auch Herr Andersen. Gucken Sie mal, Herr Schneegans, ja, weißt du, wie egal mir das eigentlich ist, ob hier nun Bäume stehen oder ob es hier kahl ist, du? Hauptsache, ihr kriegt meine Kohle und ihr kriegt meine Kohle. Aber Hauptsache, Andersen, der Rubel rollt. Herr Andersen, die Kosten so bei der Straße dann, wenn die kaputt ist, und überlegen Sie mal, was die da Schmitz... Die trägt doch der hier wohnt, Mensch. Ja, aber nee. Ja, der wohnt hier nicht, Herr Andersen. Das ist der hier wohnt. Und wer wohnt hier? Wo ist er hier? 666. Wo ist er denn? Yeah. Ne, so, er aber wohnt hier. Wenn hier was gemacht werden muss an der Straße, dann ist das der Anlieger. Ist das dann sein Andersen, Problem, oder was? Herr Andersen, nee, darum geht es ja gar nicht. Ihr macht mich fertig. Wenn die kleinen, aber feinen... Also wie schön das hier aussieht an der Straße entlang. In die Abwasserdings mit reinkommen. Ich muss mal sagen, also auch das dann irgendwann unterspült wird und dann hier hinten die Tankstelle absackt oder so. Manfred, was hast du? Du hast eine Fantasie. Nee, aber überlegen Sie doch mal, Herr Andersen. Nee, da brauchen wir nichts überlegen, weil das total unlogisch ist. Nee, unlogisch ist das nicht. Doch. Aber Herr Andersen, Sie kennen doch unseren Landrat. Wenn hier einmal die Straße kaputt ist, will er die komplette Straße neu machen. Ja, und wenn du ins Hunde bläst, das war mir ja schon wieder so klar. Wir verstehen uns immer so gut, Joachim. Seit wann duzen wir uns denn? Grubbein. Oh, das gibt einen Strich. Oh, das... Oh. Ja, aber wir verstehen uns doch so gut. Warum machst du denn jetzt hier so einen? Ja, ich wusste, dass ich hier irgendwann in Unkosten gestürzt werde, wenn mal irgendwann mal die Straße renoviert wird. Hier stehen mal kleine Birkenbäumchen. Also hier zahlen wir alle Steuern an die Gemeinde. Und die Birken sind Tiefwurzler. Wenn die Straße gemacht werden soll, dann ist es vom Gemeindeverband. Da geht's ja schon los. Was meinen Sie denn hier die... Der Anlieger zahlt ja auch pro Meter. Was meinen Sie denn, wenn hier die Straße repariert werden muss? Was da für Kosten kommen? Da wird doch eine Erhöhung kommen. Ja, und dann stellt ein Antrag, dass er diesen einen Baum da hier wegfällen soll. Macht doch nicht so ein Heckmeck. Ja, es steht ja sowieso noch irgendwie. Habt ihr mit ihm denn selbst mal geredet? Nee, ihr macht hier eine große hier Demonstration und er weiß von nichts oder was. Also, ja, ich finde, also, danke. Ohne jetzt hier Partei zu ergreifen, wie ihr euch verhaltet, ist ganz schön scheiße. Aber ist ja also, fair ist das nicht. Das und hier nicht. So wilde Spekulation, von wegen die Tankstelle sagt ab. Mann, das ist doch kein Erdbeben. Wir sind doch nicht hier in San Andreas. Als ob ihr sich hier gleich eine Kufe, eine Kluft auftucht und alles sagt rein. Sag mal, seid ihr noch ganz dicht oder was? Ja, das ist, mich hat da niemand so verteidigt. Also, darum geht es doch gar nicht. Du musst einen Prozess machen, oder? Also, ja, dann weg da den Baum. Der Herr Klarstein oder der Herr Schmitz hier wohnen würde, das ist mir doch wurscht. Ich weiß ja nicht, wollen wir die jetzt fällen oder was? Ja, na dann. Ihr weißt schon, das ist Hausverdienstbruch, ne? Da ist eine Einzige, da darf ich nicht ohne Erlaubnis. Herr Ferser? Also. Ja, was denn? Dürfen wir Ihr Grundstück betreten? Nein. Also, wenn ihr jetzt meint, mein Grundstück zu betreten und die Bäume zu fällen, der Herr. Andersen hat es euch erklärt, das ist der Hausfriedensbruch, das Grundstück ist eingezäunt. Wenn ihr das machen, ich werde euch nicht aufhalten, wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr das tun, dann müsst ihr aber mit den Konsequenzen leben. Wirst du, warte, wirst du denn dann für die Kosten aufkommen, wenn das hier kaputt geht? Ja. Wo ist denn eigentlich die Grundstücksgrenze? Liegt die wirklich hinter oder vor dem Zaun? Oh, wow. Nee, ja, Herr Ferser, das ist schon also eine richtige Frage. Also der Zaun, Herr Klarstein, würde hier nicht stehen können, wenn da nicht die Grundstücksgrenze wäre. Was hindert Sie denn da dran? Ja, das könnte ich jetzt mal ganz salopp sagen. Ja. Also es gibt ein Katasteramt, hier sind überall Grenzsteine. Ist ja ganz logisch. Und da ist die Linie gezogen von einem Grenzstein zum nächsten. Sag mal, habt ihr noch keine Grenzsteine gesehen, oder was? Ja, wo sind die denn? Nee, die haben noch nie Grenzsteine gesehen, die wissen ja, wie Grenzsteine geschrieben werden. Aber Katasteramt kennt ihr, oder was? Aber wenn hier Grenzsteine sind, dann müssen die doch hier irgendwo liegen. Und wenn die nicht liegen, sind sie ja wieder richtig rausgemacht worden, oder Andersen? Ja, wenn die vielleicht zugewachsen sind. Da fragt man die Gemeinde, warum die Grenzsteine nicht sehen. Herr Blum, wenn Sie sich daran stören, dann beschweren Sie sich doch bei der Stadt und versuchen Sie doch nicht hier den Vermesser, den Fürster und den Umweltbeauftragten zeitgleich zu machen. Gehen Sie einfach zur Stadt, tragen Sie an ihn vor und dann gucken Sie doch, was passiert und fertig ist. Herr Ferser, bleiben Sie doch ganz ruhig. Das haben wir ich bin alle tot, zusammen, ich bin ganz ruhig. Das haben wir alle zusammen festgestellt und wir sind einfach bloß im Interesse der Gemeinschaft hier. Ja, dann gehen Sie doch zur Stadt. Dann gehen Sie doch zur Stadt. Was wollen Sie denn jetzt hier? Sie können doch sowieso nichts machen. Nee, wachsen die oben raus eher weit oder eher schlank? Also schlank. Eher weit. Na, weil wenn ich dann mit dem LKW hier langfahre und mein LKW zerstört wird von den Asten, wer bezahlt denn das? Ja, das ist, Herr Schneegans, das weil, ist richtig. Weil die Bäume werden ja nicht beschnitten, hatte ich ja nicht gerade schon erwähnt, ne? Nicht beschnitten? Ja. Ach, das können Sie doch nicht machen. Toll. Ja. Gut, das aber wenn es nichts weiter gibt, im Gegensatz zu Ihnen, meine Herren, habe ich nicht ganz so ein Lenz. Machst du denn auch den Laub weg? Nee, das den lasse ich extra. Ja, am Ende gibt es eine Überschwemmung, weil das die Gullis auf verstopft. Ihr solltet halt wirklich, ihr solltet da zur Stadt gehen, das wäre die richtige Adresse. Und gleich kommt Pennywise aus dem Gulli raus mit einem roten Ballon in der Hand, oder was? Ja, besser wäre das für manche. Ja, wie war das jetzt mit der runde Kanaster? Oh, ja. Dabei. Gut, alles klar, ne? Ich muss da mal.
Irgendwie war das beim Willi mit Freibier. Ne, irgendwas hat doch mit Canasta. Ach so, stimmt, Canasta war ja auch. Stimmt. So, ich muss auch weiter. Aber ciao, Jungs, viel Spaß noch. Na gut, dann doch nicht. Wenn da mal was auftaucht, dann sagt Bescheid, ihr fahrt die öfter lang, ich sitze da immer nur in meinem Büro. Ja, das ist so Schwachsinn. Ja. Also bei den ersten Rissen ist hier aber Tabula Rasa, dann ist er dran. Ja, dann ist er dran, dann ist er fällig. Aber sowas. So, jetzt gehen wir nach Hause. Gut. Aber warum wird uns denn gesagt, wir sollen uns bei den Spinner hier melden und der macht hier ein Ding hier, einen riesen Fass auf? Ja, ich weiß auch nicht, was da anders. Ach, du geht das ja. Ich weiß auch nicht, was da anders ist, so mit dem. Dem Herr Verser so strickelt und macht. Ja, ja. Nehmt ihn in den Mund bei dem. Das war das Einzige. Oh. Ja, aber meine Herren, schön, dass Sie ja, sich das mal mit angeguckt haben. Der Herr Schneegans, auch schön, dass Sie mal so salopp mit vorbeigekommen sind. Aber ja. Also keine Runde Canasta. Naja, gut. Leider nicht. Dann fahre ich wieder. Ja. Gut, ciao. Okay, tschüss, tschüss. Komm mal weg, tschö. Jo, ciao. Wiedersehen. So, Herr Blum? Ja? Danke für Ihre Unterstützung und so. Ja, kein Problem. Wir müssen aber den Herrn Andersen irgendwie im Auge behalten. Ich weiß nicht, was die zu mir machen, was die da schüppeln und tun. Ja, da weiß ich auch noch nicht. Da müssen wir nochmal, da achten wir drauf. Da achten weißt du, drauf. So wie da dem reingekrochen ist, weiß ich schon nicht, was ich davon halten soll. Ich auch noch nicht. So ein Ding. Aber gut, ja, Dino, ne? Behalten Sie im Auge. Ja, du auch, Willi. McBloom, Entschuldigung. Der Willi stand gerade vor mir. Ja. Entschuldigung. Alles klar. Ja. Tschüss. Ciao. Wie gehört der denn eigentlich? Mal ohne Flachs, der könnte hier mal wirklich weg. Der gehört der Bank, ey. Da di da 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 da. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin fertig. Aber es wird, glaube ich, gleich gespult. Deswegen habe ich nochmal Glück. Da habe ich in der nächsten Folge endlich was zu tun. So, aber ich würde vielleicht... Ich kann ein bisschen füttern noch. Ich habe ja noch hier Mischfutter drin. Liter. So ein richtig schöner Hofanhänger. Finde ich gut. Ja, ich habe das doch extra aufgefüllt.
Getreide hin. Da. Fertig ist es dann fertig, ne? Hallo? Also Tino, jetzt mal ehrlich. Warum leierst du Schwachmat denn sowas an? Also ich habe gedacht, wir verstehen uns. Wir verstehen uns ja auch. Aber ja, aber warum machst du denn dann so ein? Ich mache mir Sorgen um die Gemeinde. Und mit den Blumen zusammen. Also da bin ich ja richtig bitter enttäuscht. Einer meiner Erzfeinde hier, der mir nur Steine in den Weg legt, mit dem fängst du an, gemeinsame Sache zu machen. Nee, ich mache bessere Verbündeten hättest du nicht suchen können. Ich mache mit dem keine gemeinsame Sache. Ich habe alle angerufen. Also warst du der Initiator? Ja, dazu stehe ich. Warum? Ja, weil ich mir Sorgen um die Gemeinde mache. Ey, jetzt hör doch auf mit rumkaspern. Als ob du dir Sorgen um die Gemeinde machst, das ist doch totaler Nonsens. Ach. Ja, okay. Was war denn dein Ziel? Mein Ziel? Eigentlich, ich werde das natürlich nicht weitermachen. Ich will nicht, dass du deine Bäume da verlierst oder so. Ich wollte dich ja nur ein bisschen ärgern. Du wirst mich ärgern. Das hatte ich vorher, ja. Also, ja. Um Gottes Willen. Pass auf, ich habe eine Idee. Schau doch mal bei den Blumen aufs Grundstück und guck doch mal, was man da Schönes machen kann. Und dann treffen wir uns alle doch mal dort. Das ist eine gute Idee. Machen wir. Ja, dann lot du das mal aus. Du scheinst ja hier nicht sehr gut auszukennen. Und wie man Ärger stiften kann. Ja. Und dann kannst du es ja mal ausloten. Weißt du was? Das mache ich jetzt auch. Dann stehen wir gleich bei ihm. Ja, aber dann stehen ja irgendwann alle bei mir. Dann habe ich aber ein Problem. Jetzt kannst du ja was machen mit diesen riesengroßen Flutlichtmasten, die er da hingestellt hat. Wegen den Vögelschwärmen, weißt du, und so. Scheinen die vielleicht noch irgendwie bei dir in die Richtung? Ein bisschen, ja. Da könnte man vielleicht sagen, dass du auch nachts nicht mehr schlafen kannst, weil das so in dein Schlafzimmer reinsteht. Ja. Ja, und die Vögelschwärme, die sind total irritiert. Die fliegen die ganze Nacht um den Lichtmast, weil die denken, das ist Richtung Süden. Ja, okay, das machen wir. Ich fahr mal hin. Ich guck dafür die schon mal. Okay, alles klar. Ne? Alles klar. Tschüss. Tschüss. Hat der Mann jetzt eine größere Anzeige? Der hat hier alles abgeschlossen wie Fort Knox, ey. Huah! Schön über den Zaun geklettert. So. Ein Bienenstock. Schade, dass man die nicht mehr sauber machen muss. Da könnte man sagen, hier Dreck und so. Hier Stein oder was? Find grad nix.
Meine lieben Freunde, wenn ihr was hier gesehen habt, schreibt das mal in die Kommentare, damit wir ihn dran kriegen, auch noch. Das, die Gemeinde ist uns wichtig, meine lieben Freunde. Merkt das vor Langeweile mir nicht gut tut, ey. Ich sehe schon in den Kommentaren wieder so die Leute so, als wenn die Wurzeln das machen würden, bla 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 bla. Kein Sinn für Humor und kein Sinn für Fantasie. Aber das liegt nicht an die an der Jugend heutzutage, ja, liegt es wohl, aber das Ding ist, die gehen nicht mehr draußen spielen oder so, oder mit Kollegen oder sonst irgendetwas, ne, den ganzen Tag vor Smartphone, gucken sich Videos an, YouTube und so einen ganzen Scheiß, und die spielen nicht mehr, weißt du, die haben keine Fantasie, nix, deswegen rasten die heutzutage immer alle so aus. Ist wirklich meine Meinung dazu. Das sehe ich ja auch an meinen Kindern, ne, also bin da schon sehr hinterher, aber das Ding ist, du kannst denen das auch nicht komplett verbieten, weil dann kommt in die Schule, oh, wir haben das neue Spiel, hast du das auch? Nee, ich darf das leider nicht und so. Natürlich auch nicht so cool, ne? Muss die schon ein bisschen spielen lassen, aber manche Eltern, die achten da so gar nicht drauf, ne? Läuft. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!